Spitzenspiel im Grünwalder Stadion. Sowohl die Bayern Amateure als auch der TSV Albstadt wollen ihre kleine Ergebniskrise überwinden. Beide Teams konnten die letzten zwei Spiele nicht gewinnen. Während die Unterfranken zweimal 1:1 spielten, kassierte der Nachwuchs des Rekordmeisters eine 0:2-Pleite in Nürnberg und den Last-Minute-Ausgleich in Illertissen. Ein besonderes Spiel ist es für Albstadts Nummer 11 Leonhard Langhans, der sein 100. Spiel für den TSV absolviert. Sein Trainer Julian Grell veränderte die Startelf gleich auf drei Positionen. FCB-Coach Holger Seitz kann dagegen wieder auf seinen Stammkeeper Tom Ritzi-Hülsmann zurückgreifen. Und damit rein in die Partie. Die Hausherren gewohnten Rot und Weiß von Beginn an um viel Ballbesitz bemüht und nach knapp 5 Minuten mit der ersten dicken Möglichkeit. Lovro Zvonarek steht nach einem schönen Pass alleine vor Vladislav Vertiai, rutscht dann aber beim Schussversuch weg. Da wäre mehr drin gewesen. Ansonsten brillierten die Defensivreihen beider Mannschaften. Die nächste Chance gab es erst in Minute 20. Über den Dänen Jonathan Aspiensen kommt der Ball zu Dion Berisha, dessen Abschluss fliegt aber übers Albstädter Gehäuse. Die Gäste trauten sich in der Folge aber mehr zu. Nur wenig später tankt sich Timo Pitter stark durch die Münchner Defensive. Letztendlich ist aber noch ein Bein im Weg. Nach einer guten halben Stunde dann wieder die Bayern im Vorwärtsmarsch. Tolle Kombination der Youngsters. Zvonarek bleibt dann erst am eigenen Mann hängen, holt sich dann aber selbst den Abpraller und erzielt seinen 8. Saisontreffer. Die durchaus verdiente Führung für die Gastgeber, die auch weiter mutig nach vorne spielten. Matteo Perez-Winlöf nur wenig später mit einer gefühlvollen Flanke in den Strafraum auf Timo Kehrn. Doch der Kapitän der Bayern bekommt den Ball nicht richtig aufs Tor. Das Spiel plätscherte jetzt Richtung Halbzeit, doch dann plötzlich Albstadt mit einem Hammer von Marvin Weiß. Doch Hülsmann ist einen Tag nach seinem 20. Geburtstag zur Stelle. Klasse Aktion von beiden vor dem Halbzeitpfiff. Und den Schwung nahm Albstadt mit in Durchgang Nummer 2. Marco Nickel bekommt im Strafraum die Kugel und zieht gleich ab. Außenpfosten. Glück für den Nachwuchs des Rekordmeisters, der dadurch aber etwas aufwachte. Berisha prüft Vertiai nur wenig später mit diesem Schlenzer von halb rechts. Und der Deutsch-Kosovare steht auch in der nächsten Aktion im Mittelpunkt. Zvonarek spielt ihn super frei, doch Vertiai ahnt die Ecke und entschärft auch diese dicke Gelegenheit der Hausherren. Nun ging es hin und her. Martin Thumann macht auf der anderen Seite eigentlich alles richtig, am Ende klärt Steve Breitkreuz aber noch auf der Linie. Und auch auf der Gegenseite wird's richtig brenzlig. Jubilar Langhans klärt in höchster Not nach einem klasse Kopfball von Javier Fernandez González. Der TSV blies jetzt aber noch einmal zur Schlussoffensive. Eine Ecke von links rutscht durch an den zweiten Pfosten, wo der eingewechselte Patrick Hoffmann zum 1:1 einnetzt. Erneut kassieren die Bayern Amateure den späten Ausgleich. Gelingt hier einem Team noch der Lucky Punch? Letzte Chance für die Gastgeber, da wieder der Lehrbar mit einem verdeckten Schuss, doch Vertiai hält das Unentschieden für seinen TSV fest. In erster Halbzeit komplett verschlafen, keinen Zugriff bekommen, was natürlich auch daran lag, dass wir nicht bereit waren, auch den nächsten anzulaufen, noch einen weiterzugehen. Keine Zweikämpfe gewonnen, letztendlich sind wir dann immer wieder ins Hintertreffen geraten gegen den Gegner, der das gerade im Ballbesitz hervorragend gemacht hat. Zweite Halbzeit dann ja ein bisschen auch ins offene Visier gegangen am Ende und letztendlich dann einen Punkt geholt, was schmeichelhaft ist, aufgrund, glaube ich, der zahlreichen Halbchancen, die Bayern dann gerade am Ende noch hatte, weil wir dann doch irgendwo den Laden geöffnet haben. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz und freue mich heute riesig, dass wir heute das Maximum wirklich mitgenommen haben. Ja, es war, glaube ich, echt ein total interessantes Spiel für unsere Zuschauer, auch natürlich für mich als Trainer, weil wir viele Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen können. Beispielsweise die erste Halbzeit, wo wir das Spiel klar dominiert haben, wo wir Chef im Ring waren, wo wir auch unser Positionsspiel top aufziehen konnten und auch im Gegenpressing eine klasse Stoffwechselung gehabt haben. Haben dann auch folgerichtig das Tor erzielt zum 1:0 und sind da hochverdient dann in die Pause gegangen. Hätten dann in der zweiten Halbzeit haben wir eine hundertprozentige Torchance gehabt, die hätten wir nutzen müssen zum 2:0. Die Möglichkeit war da und ich denke, dann hätten wir das Spiel auch vollends unter Kontrolle bekommen. Spannendes Spitzenspiel also ohne Sieger. Der TSV Albstadt erkämpft sich in der zweiten Hälfte einen Punkt und bleibt damit Dritter. Die Bayern Amateure verpassen dagegen den Sprung auf Rang 4 und bleiben Sechster.